wird Dirk Gernhardt auch zum Thema Bildungsgerechtigkeit in diesem Land sprechen. Und dafür hat er einen besonderen Anlass, den er uns gleich mitteilen wird. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Liebe Freundinnen und Freunde, heute ist Kindertag. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen aufgefallen. Wir haben dafür ja auch ein bisschen was aufgebaut. Und Eltern sollten sich an diesem Tag eigentlich mit ihren Kindern zusammen freuen. Aber wir haben am Sonntag, am 6. Juni, auch Landtagswahlen. Und wenn es nach den Wahlen so weitergeht wie vor den Wahlen, dann gibt es für viele Kinder und ihre Eltern nichts, worüber sie sich in diesem Land freuen können. Erst letzte Woche Mittwoch waren wir mit vielen anderen durch die Stadt radeln zum Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte, um auf den neuesten Geniestreich des Bildungsministers des Landes zu reagieren. Der will nämlich vorläufig ausgesetzt, und auf dem Wort liegt die Betonung, die Versetzungsverordnung an unseren Schulen ändern. Achso, ich muss näher ran. Gut. Der will nämlich, vorläufig hat er es ausgesetzt, es sind ja Wahlen, die Versetzungsverordnung des Landes ändern. Letztendlich würde diese Änderung dazu führen, dass Kinder, die auf Sekundarschulen gehen und zwei Vieren auf dem Zeugnis haben, in Sport und Kunst zum Beispiel, dann auf die Hauptschule wechseln müssten. Das ist ein Skandal. Damit will er ablenken vom seit mehr als 10 Jahren selbstverschuldeten Lehrkräftemangel in diesem Land. Beziehungsweise er will ihn auf Kosten der Kinder und der Zukunft der Kinder lindern. Denn was passiert denn, wenn man mehr Kinder auf die Hauptschulen schickt? Sie gehen nicht mehr 10 Jahre auf die Sekundarschulen, sondern sie gehen nur noch 9 Jahre auf die Hauptschulen. Man spart sich Lehrer. Das ist allerdings ein Armutszeugnis sachsen-anhaltischer Bildungspolitik. Und man hat nicht das Gefühl, dass es hier in diesem Land auch mal irgendwann Kinder im Zentrum der Politik standen. Immer mehr Ausfall gibt es. Es gibt eine Kürzung der Wochenstundenzahl. Und letztendlich eine Situation, die so sich gestaltet, dass Kinder, die heute 10 Jahre die Sekundarschulen besuchen, im Vergleich zu vor 15 Jahren nur noch 80% des Unterrichts haben. Und so sollen sie auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Das kann nicht sein, das ist ein Skandal. Es gibt immer mehr Schulschließungen. Die Schulsozialarbeiter gibt es gerade mal in der Hälfte aller Schulen in Sachsen-Anhalt und das auch nur, weil die EU sie finanziert. Und es gibt noch so unendlich viele Baustellen mehr, die man in den letzten 5 Jahren als Bildungsminister hätte angehen können. So, ist ja demokratisch. Aber nicht getan. Ich wollte mich als Bürger ja noch mal informieren. Ja. Kannst das du das nicht, warum ich hier stehe. Ich kandidiere gegen den Bildungsminister. Und ich denke, da kann man ihm auch mal zeigen, was man von seiner Politik hält. Zusammen mit vielen Partnern und Bürgerinnen haben wir im letzten Jahr mit dem Volksbegehren gegen den Lehrkräftemangel gezeigt, was es für Baustellen gibt. Das war eine Art Selbstverteidigung der Bürgerinnen und Bürger. Es ist leider nicht gelungen, aufgrund der Corona-Situation letzten Jahres genügend Unterstützung dafür zustande zu bekommen. Allerdings heißt es ja nicht, dass diese Baustellen irgendwie abgeschafft worden sind. Nein.